Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Pauls Klemmbaustein. Hier wieder heute aus meinem kleinen Noppenstein-Studio. Ihr seht schon, der Karton ist offen. Den habe ich nämlich beim letzten Mal schon aufgemacht, als ich ein Haul-Video gemacht habe, um zu sehen, was da denn drin ist. Weil da es ja kein Originalkarton ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Und wir bauen heute den letzten Teil aus dieser The Last of World-Serie auf. Und zwar ist es die Brickbank. Und wir haben da auch wieder einen kleinen Glücksbringer drin oder... Ich weiß gar nicht, ob das ein Glücksbringer ist, keine Ahnung. Wer es weiß, kann es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall habe ich davon schon 2 oder 3 Stück. Allerdings noch nicht in grün. Ja. Ja, und aufbauen tun wir also heute, wie gesagt, den dritten Teil. Vorerst den dritten Teil. Da sollen ja wohl noch mehr kommen. Von Super 18K. Wieder mit ein paar Aufklebern. Aber auch wieder sehr übersichtlich hier, ne, diese Aufkleber. Und ja, das ist die Setnummer K126 und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also, viel Spaß beim Video. Ja, ich habe jetzt die ganze Sache schon mal aufgemacht und verteilt. Also, der ganze Tisch hier war alles in dem kleinen Karton drin. Respekt. Ich bin echt immer wieder erstaunt, wie die Chinesen das schaffen, das da reinzupressen. Denn ich meine, wenn ihr jetzt das so ausgebreitet seht und dann diesen kleinen Karton dazu seht, also das ist schon irre. Ja, wie dem auch sei, es sind 33 Tüten. Wir haben insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 11 Bauabschnitte. Wobei ich beim 11. Bauabschnitt jetzt auch nicht ganz sicher bin, warum die anders beschriftet sind mit so einem Aufkleber drauf. Während alle anderen Tüten... ja, so beschriftet sind. Hier die 10 oder hier die 3 oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind die alle anders beschriftet als die Typen 11. Keine Ahnung. Wir haben auch diesmal keine Grundplatte dabei, also keine, was ist denn das, 32 mal 32 oder sowas, sondern wir haben hier 4 16 mal 16 Platten. Mein gut, gibt nachher auch 32 mal 32. Aber... das wundert mich eigentlich, sonst haben sie eigentlich die ganze Zeit jetzt bei den anderen Gebäuden eine große 32er Blade gehabt. Gut, egal. Auch die Figuren sind wieder dabei. Und es sind auch wieder dieselben 2 Figuren, die beim letzten Mal dabei waren schon. Also bei den letzten beiden Gebäuden dabei waren, die Frau und der Mann. Haargenau dasselbe, auch wieder mit diesem Pferdeschwanz, wo ich den Rucksack nicht gerade rauf machen kann, sondern beziehungsweise den Kopf nicht gerade rauf machen kann, sondern immer nur schief, weil der Pferdeschwanz zu groß ist. Aber egal, das soll's. Und dann sind noch 2 Treppen drin. Ja, ich würde sagen, ich packe jetzt mal den Bauabschnitt 1 und 2 auf meine Teller, weil Bauabschnitt 1 sind nur die 2 Tüten hier und Bauabschnitt 2 sind 3 Tüten, packe ich jetzt mal auf meine Teller und dann fangen wir mal langsam an. Also, bleibt dran. So, ich habe jetzt doch schon die ersten 3 Bauabschnitte auf meine Teller verteilt. Und es sind ja nur 4 Teller, also von daher, das ist Bauabschnitt 3, die 2. Das sind Bauabschnitt 2 und das ist Bauabschnitt 1. Also von daher hält sich das ja in Grenzen und ist recht übersichtlich. Ich will jetzt auch noch mal kurz euch die Anleitung genauer zeigen. Also wie gesagt, das ist die Brickbank. Und wir haben hier insgesamt 242 Bauschritte auf 115 Seiten. Genau. Wieder geklebt, wie alle anderen ja auch. Und ihr könnt ja auch sehen, ja, was neu gebaut wird. Hier ist rot umrandet, das andere ist schon ausgeblichen so ein bisschen. Und das, was neu gebaut wird, rot umrandet, wie gesagt, und farbig. Also ist... recht entspannt gemacht. Und wenn es dann nachher auch so aussieht, glänzt jetzt ein bisschen hier, blendet ein bisschen, wenn es dann nachher auch so aussieht, fügt sich das wunderbar in meine anderen 2 Gebäude ein. Also ich freue mich da total drauf. Also lasst uns loslegen. Ja, Leute, inzwischen haben wir schon 3 Bauabschnitte abgeschlossen und unsere Bank sieht inzwischen so aus. Ja, unheimlich viel gefliest. Ja, Wahnsinn. Aber es schaut halt schon jetzt tierisch gut aus. Und es macht wieder wahnsinnig viel Spaß zu bauen.
Anders kann ich das gar nicht sagen. Also das Einzige, was mir überhaupt nicht so gefällt, sind diese Pflanzenteile hier. Die kommen ja hier in die Ecken teilweise rein oder beziehungsweise wo schon gar kein Platz mehr ist und dann passen die da nicht richtig. Also die sitzen immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, die sitzen immer so ein bisschen leicht schräg. Sie halten, ne? Sie fallen also nicht runter oder so, aber durch diese, wenn jetzt hier eine Noppe drunter wäre, ist es kein Problem, wie hier bei den beiden oder bei dem. Aber hier, die nur so reingesteckt werden, schaut das ein bisschen doof aus. Ich werde da wahrscheinlich auch noch was reinmachen, weil auch hier bei dem, ne, seht ihr schon, das ist auch so ein bisschen schräg. Oder hier, ganz besonders zu erkennen. Ja, also ich werde da noch irgendwas wahrscheinlich drunter machen, also so eine 1x1 Roundplate, wie hier dann sind, weil dann ist es zwar ein bisschen höher, aber dafür sitzt es gerade. Also das ist mal so ein bisschen, nervt mich so ein bisschen. Ich bin da, ja, ein bisschen eigen, was das angeht. Dann haben wir hier noch was hingelegt, sage ich mal. Das haben wir gebaut. Keine Ahnung bis jetzt, was das sein soll. Aber das ist von irgendwie, wahrscheinlich von der Mauer dann runtergefallen. Das wird halt hier nur mit dem Loch hier aufgenoppt. Hält auch nicht wirklich, aber das kennen wir ja auch vom vom Diner, von den Buchstaben, da lag das ja auch nur da. Also von daher ist das jetzt auch nichts Tragisches, sage ich mal. Hängt halt hier. Ich meine, ich spiele ja sowieso nicht damit. Das wird dann hingestellt und erfreut sich meines Anblickes. Also von daher ist das nicht so schlimm. Okay, jetzt machen wir mal weiter mit Bauabschnitt 4. Und ich muss mal sehen, ich will euch das nochmal kurz zeigen. Also wir haben ja hier das so aufgeteilt. Warte mal, mal schauen. So. Kann man das jetzt erkennen? Ja, ne? 1, 2, 3, das ist ja das, was ich jetzt gemacht hatte. 4, 5, 6, 7. Also ich werde das wahrscheinlich auch so machen, wie es da ist. 8, 9, 10, 11. Immer zwei Bauabschnitte und dann melde ich mich wieder. Okay, also let's go. So, Bauabschnitt 4 und 5 haben wir auch abgeschlossen. Und es hat sich wieder einiges hier in unserer Bank getan. Können wir schon mal sehen, hier vorne ist schon wieder alles mit Holzverschlag zugemacht. Fenster sind diesmal keine drin, also bis jetzt zumindest noch nicht. Irgendwie abgebrochene, durchgebrochene Fenster. Alles nur Bretter, Bretter, Bretter sozusagen. Drin, da hat sich jetzt nicht viel getan, hier vorne. Ne, den Tresen, den hat man ja schon gesehen. Kommt man kaum noch an. Hier die Wendeltreppe, die da hochgeht dann. Und diesen tollen Apparat hier, also das weiß ich nicht, was das sein soll, aber vielleicht kann mir das auch jemand erklären von der Community, weil ich bin mir da nicht ganz sicher, was das sein soll. Ist das jetzt ein Bankautomat? Sind das hier Schließfächer? Ich habe keine Ahnung, weil hier drin, ich weiß nicht, mal gucken, ob ich das so halte, ist doch dieses runde Teil und das kann man nämlich rausfahren. Ja, das kann man rein und rausschieben. Warum auch immer das ist oder was für einen Grund das hat, aber man kann es auf jeden Fall rein und rausschieben. Und das gehört auch da dazu. Also das ist hier ein Teil, was man da extra baut und dann einfach reinsetzt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist es wirklich wieder gut zu bauen. Das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde, ist halt es ist diesmal ein bisschen kompliziert gemacht irgendwie. Was heißt kompliziert, aber für meine Wurstfinger, sage ich mal, kompliziert gemacht. Weil man baut hier diese Säulen hier hoch, diese 1x1 Bricks hier. Dann fängt man an und setzt die Bretter von innen ran. Das ist alles natürlich sehr wackelig noch, ne, weil es ja noch nicht verbunden ist. Also das ist ein bisschen unglücklich gemacht, bin ich der Meinung. Auch wenn man hier diese Felsen hier oder so sieht, das wird hier erst einmal so rumgebaut und dann kommen die innen rein und auch hier so, ne? Das ist alles ein bisschen fragil gemacht, finde ich. Aber im Endeffekt, wenn es dann fertig ist, ist es klasse. Und ich mache jetzt weiter mit Bauabschnitt 6 und 7. Genau. Und ich denke mal, jetzt werden wir das Erdgeschoss ja bald fertig haben und gehen dann zur ersten Etage. Also, bleibt dran. Mit Bauabschnitt 7 ist unser Erdgeschoss jetzt fertig. Ja, ich drehe den jetzt mal, dass man das auch von allen Seiten sieht. Also hier der Eingang zu dem, ich weiß immer noch nicht, was es ist.
irgendwelche Bankautomat oder irgendwie sowas, ja, ist jetzt hier fertig. Dann haben wir hier vorne, das finde ich jetzt auch echt klasse gemacht hier, könnt ihr das sehen hier mit diesen, in den Bögen drin, mit diesen grünen und also Transclear Green und diesen normalen Transclear Stein, ist jetzt, also sind auch so Fenster, zerbrochene Fenster oben reingekommen, so Fensterscheiben. Ich versuche es mal ein bisschen näher zu halten, dass man es erkennen kann. Ah, ne? Da kann man das schön sehen. Das ist klasse gemacht, ja. Dann haben wir hier die Treppe, die hochgeht. Warum die auch immer umklappbar ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man die umklappen. Und darunter ist noch ein Kronleuchter. Der ist aber allerdings nur reingelegt, also der ist nirgends befestigt da drin und der rutscht dann auch fröhlich hin und her, wenn man das Ganze bewegt. Das ist auch nicht so dolle, ehrlich gesagt, aber es ist so. Und wir haben hier noch diesen Turm da von diesem Bankautomat hier gebaut und da ist auch eine Klappe, die man aufmachen kann und dann kann da was rausrutschen. Ja, hier. Mal sehen, was da oben drauf kommt, was dann da rausfallen kann. Bin ich mal gespannt. Aber, wie schon gesagt, es macht wahnsinnig Spaß zu bauen. Hier liegen dann noch ein paar Mauerteile rum, die da runtergefallen sind. Hier ja auch. Und ich bin gespannt, was uns in der ersten Etage dann so erwartet. Aber bis jetzt finde ich das wirklich total klasse wieder. Unsere erste Etage ist auch fertig. Heißt also Nummer 8 Bauschritt, also Bauabschnitt Nummer 8 und Nummer 9 haben wir erledigt. Ja, was soll ich sagen? Ja, recht karg. Also da ist ja nicht viel drin. Also die Bank, da haben sie wohl alles ausgeräumt, was da zum Ausräumen war, sage ich mal. Ne? Was haben wir? Ein Tisch hier. Ich denke mal, das soll ein Tisch sein. Und ein Tisch da im Büro. Ja, und das war's. Ansonsten noch halt der Kamin. Also das ist das, was auf dem anderen Ding da runterkommt, wo ich aufklappen kann. Warum auch immer. Auf jeden Fall ist das hier anscheinend ein Kamin, der da hochgeht. Und ansonsten ist da... Naja gut, also hier haben wir jetzt natürlich jetzt dann doch noch endlich unsere ganzen Scheiben. Mal sehen. Ja. Unsere zertrümmerten Scheiben. Ja. Oder auch mit Fenster, die mit Blechen einfach nur ausgestattet sind. Ja. Hier auf der Seite auch noch. Ja, und an. Und dann und dann und dann kann man das Ganze hier einfach wieder, wie es sich für ein modulares Gebäude gehört, aufsetzen. Und schon ist es soweit fertig. Ein bisschen bunt hier auf der Seite, ne? Aber ja, mein Gott, das steht ja sowieso an der Wand, genauso auf der Seite hier. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Keine Ahnung, warum so viele Farben verbaut sind. Das ist mir eigentlich ein Rätsel, von Dark Gray über Light Blue Gray und Dark Green und lauter so eine Sachen. Also da ist ja wirklich alles vorhanden hier, ne? Aber zählen tut ja das hier. Und das ist schon, ja, schon klasse. Wir haben jetzt auch nur noch zwei Bauabschnitte. Das heißt also, ja, ich baue diese zwei Bauabschnitte fertig und dann zeige ich euch das Gesamtergebnis. Also, seid gespannt. Ja, Freunde, 2453 Teile später ist unsere Brickbank fertig. Was haben wir? Die üblichen Figuren, wie bei den anderen beiden ja auch schon war. Und das Dach haben wir noch oben drauf gebaut. Ja, das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Das Einzige, was ich wirklich schön finde, was gut gemacht ist, ist hier diese Dachkonstruktion hier oben, die ist echt klasse gemacht. Ein paar Scheiben sind drin, genauer gesagt nur zwei Stück. Ja,
Ansonsten ist hier und hier noch der Eingang, wo es halt runter geht, die Treppe dann hier. Aber ansonsten ist da nichts Außergewöhnliches gemacht. Das ist, ja, ich meine, es ist zwar gut gebaut, aber ich muss sagen, das Kino und das Diner hat mir da besser gefallen. Also überhaupt auch jetzt hier von diesen Etagen her, ja. Na, wenn man das sieht hier, habe ich euch schon gezeigt, nichts los da drin. Ja? Und auch oben ist ja auch überhaupt nichts groß. Also von daher, ja, die hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Die Steinequalität ist super, also da gibt es überhaupt keine Frage. Ich muss das ja nur draufkriegen. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern bei der Steinequalität. Das ist perfekt gewesen wieder. Aber halt, ich finde es halt so ein bisschen, naja, weiß nicht, wie ich sagen soll, ein bisschen fad. Ist, glaube ich, der beste Ausdruck dafür. Ich versuche jetzt das auch mal abzukriegen. Ne, das geht nicht weiter. Das ist nämlich da unten. Oh, jetzt habe ich es gleich zerstört. Aber da kann man nämlich dann reingreifen, weil das nämlich hier unten mit dieser Fensterkonstruktion, ich will euch das mal zeigen, ist es auch ein bisschen, ja. Das wird hier so draufgesetzt, das Dach, und hier ist eine Fliese drin und die, ja, die wird dann dazwischen gesetzt. Also das ist auch ein bisschen suboptimal hier fabriziert worden. Das muss man immer so ein bisschen ausgleichen, dass es gleich ausschaut. Aber haben wir ja hingekriegt. So, und jetzt kann ich diese komische Dachkonstruktion wieder raufmachen und dann passt es wieder. So. Also wie gesagt, die Steinequalität ist also schon super. Das hält einwandfrei, das ist, die Klemmkraft ist gut. Ja, also da gibt es überhaupt nichts. Nur wie gesagt, finde ich so ein bisschen langweilig gemacht. Hier unten haben wir dann noch, mal sehen, ob wir das auch hinkriegen, so eine rausgefallene Tür, wo hier auch so ein Mauerteil wahrscheinlich ist mit irgendwelchen Bepflanzungen, also mit Grünspan schon. Hier, weiß ich nicht, ob das ein Motorblock sein soll oder was, keine Ahnung. Eine Waschmaschine, denke ich, soll das vielleicht darstellen, hier das andere. Das liegt halt auch alles nur darum. Aber wie gesagt, es wird ja nicht gespielt damit. Von daher, es steht nur da und schaut gut aus. Ja, also, und wenn alle drei Gebäude zusammen sind, ich zeige euch das nachher auch nochmal, alle drei zusammen, dann schaut das natürlich schon megamäßig genial aus. Jetzt wollte ich fast ein anderes Wort sagen. Und ganz ehrlich, für 0,028 Euro Cent kann man nichts sagen. Das kostet bei Eurowop, ich glaube jetzt 70 Euro zerquetschte, 40, 70 Euro 40 oder sowas. Ich gucke dann nochmal nach. Da kann man nichts sagen. Also Steinepreis ist vollkommen okay. Ja, ich finde es halt nur ein bisschen mehr fad. Das gefällt mir eigentlich nicht so, das Bankgebäude. Fand ich die anderen schöner. Ja, liebe Noppenstein-Freunde, was sage ich immer? Das Gesamtbild zählt. Und sind wir mal ehrlich, das Gesamtbild ist ja wohl mega. Schaut er richtig, richtig gut aus. Also mir gefällt es wirklich gut. Wobei ich immer noch dazu sagen muss, das Diner hier, das war das schönste Gebäude. Also, wenn man von schön sprechen kann, finde ich das eigentlich noch am besten gemacht, weil da halt viel Details drin sind hier. Es ist viel Details verbaut hier mit Sessel und weißt du was, der Kuckuck alles. Also, das finde ich richtig schön gemacht. Danach das Kino und zum Schluss halt die Brickbank, weil da ist einfach, ja, da wurde halt ein bisschen gespart im Innenleben. Aber wie gesagt, für mich zählt ja das gesamte Erscheinungsbild und das ist impulsant, das ist groß, das ist schwer und schaut einfach nur megamäßig gut aus. Ich will euch das mal kurz durchmessen. Also jetzt nehmen wir mal erstmal die Brickbank und ich nehme jetzt nur das Gebäude. Da sind wir gut bei 22 cm in der Breite, in der Höhe bei 26 cm und eine Tiefe von, ja, gut 20 cm haben wir da. Und gesamt hier haben wir, na, schauen wir mal, ja gut 77 cm. Also es ist schon, ja, da brauchen wir schon Platz. Aber wenn man zum Beispiel eine Stadt baut oder hat, wie auch immer, oder wie Thorsten dann zum Beispiel von Johnny's World, schöne Grüße an der Stelle. Da möchte ich dann auch noch kurz was sagen.
wenn man sich dann sowas einbaut, so ein Stadtteil mit so einem Gebäude macht, das schaut bestimmt megamäßig genial aus. Also ich persönlich finde es klasse. Ich weiß, es gefällt nicht jedem. Ich weiß, es ist nicht jeder Fan von dieser Bauart, sage ich mal. Aber ich als alter Walking Dead-Fan ist natürlich, ja, es ist wie für mich gemacht. Ne? Also ich finde es echt klasse. Und sind wir mal ehrlich, beim Steinepreis von 0,028 Cent, da kannst du nichts sagen. Es sind 2000, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, 2453 Teile für 70,43 Euro bestellt bei YoWop. Also Your World of Building Blocks, so heißt es ja wirklich. Ne? Habe ich die zwei Sachen bestellt. Hat gedauert, naja, so 7 bis 10 Tage ungefähr, würde ich sagen. Das habe ich bei AliExpress bestellt. War auch innerhalb von einer Woche da und es gab auch nirgends Probleme. Ja, also jetzt wegen den Minifiguren, falls ihr euch da Gedanken darüber macht. Also ich hatte keine Probleme, ich kann es leider nicht anders sagen. Und ich kann auch nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen, weil die Steine sind gut, die Klemmkraft ist super, die Farbabweichungen sieht man kaum irgendwas. Also echt, ich bin echt begeistert davon. Angeblich sind es ja wieder hier diese Go-Bricks-Steine, aber nagel mich da bitte nicht fest, weil ich weiß es nicht, ich gucke da auch nicht drauf, beziehungsweise ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, von daher will ich da auch nichts Falsches sagen. Aber für mich jetzt als, im Prinzip bin ich ja Laie, hat sich das echt super verbauen lassen und passt alles ineinander, kann ich nichts anderes sagen. Wie gefällt euch das? Ja, würde mich erstmal interessieren, würdet ihr euch das holen oder eher nicht? Weil, wie gesagt, es gibt ja solche und solche Meinungen. Und da bin ich jetzt eben nochmal beim, bevor ich das alles abschließe, beim Thema mit Meinungen. Bitte Leute, auch wenn jetzt da irgendwelche Streitereien zwischen Lego und Johnny sind, oder Thorsten beziehungsweise, ich meine, ich finde es ganz toll, was Thorsten macht. Ich stehe auch da voll hinter ihm, gar keine Frage. Aber was ich nicht gut finde, dass halt viele Menschen oder ein paar Menschen so aufeinander gehen, weil die einen Lego-Fans Fans sind, die anderen sind alternative Klemmbaustein-Fans und nicht, dass sie gar auf sich einprügeln. Ja, also da wird schon schwer unter der Gürtellinie anscheinend Kommentare geschrieben und das finde ich halt einfach nicht in Ordnung. Wir wollen doch eigentlich alle dasselbe, oder? Wir wollen Spaß haben an dem, was wir tun. Wir wollen Spaß am Bauen haben. Und ich meine, wir sind eine super Community. Wir halten doch alle zusammen. Das sieht man ja auch am Spendeneinsatz, was die Menschen zeigen. Ich verlinke euch das auch nochmal alles. Spendet bitte gerne weiter für die Kinder. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei, oder wir nicht, also Johnny ist jetzt bei über 300.000, glaube ich, so war mein letzter Stand. Es gibt einige Container für die Kinder in Heimen und die freuen sich darüber. Und wenn wir da alle so zusammenhalten, ey Leute, da muss man nicht auf sich einprügeln oder sich beschimpfen oder sonstiges machen. Das finde ich eigentlich schade, dass das so ist. Aber gut, das wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer, das ist ja gar keine Frage. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an meine Community, oh, ich habe schon trockenen Hals, für die 1000 Abos bzw. 1000 plus Abos und denkt bitte daran, am Samstag um 12 Uhr ist Einsendeschluss von meinem Gewinnspiel und alle, die noch dabei sein möchten, immer her damit. Ne? Hashtag 1000 Abos. Und bitte, bevor ich es vergesse, schreibt es richtig, weil es ist sonst unfair den anderen gegenüber, die sich die Mühe machen. Also Hashtag 1000 in Zahlen und dann Abos, großes A, B, O, S, klein. Ja? Und das könnt ihr hinten dran schreiben und alle, die dann da das richtig reingeschrieben haben, sind mit im Lostopf und das wird am Samstag dann die drei Preise ausgelost. Also, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, bleibt gesund, seid nett zueinander und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Paul.